Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur sechsten Folge Minecraft Dungeons mit dem lieben Yamato und dem lieben Chubby. Hallöchen. Heute ist uns aufgefallen, dass uns ja anstatt zwei Missionen noch drei fehlen. Deswegen wollen wir sagen, wir springen einfach in die Kürbisweite. Die haben wir leider vergessen. Dann würde ich sagen, rein da, gib ihm. Nimmt an, ja. Jungs. Ich habe eine Ninja-Rüstung, ja. Eine Ninja-Rüstung? Ja, ja. Das sieht ja aus wie ein Ninja. Nimm mal an, Jungs. Mama, ich hab Angst. Die Ninja haben dieses einst fruchtbare Land in Ödnis verwandelt. Nur ein einziges Dorf blieb bisher verschont. Beeil dich, Held. Du musst die Dorfbewohner vor dem bevorstehenden Kampf warnen. Du bist ihre einzige Hoffnung. Die verschiedenen Spielpunkte, wo das spielt, ne? In Dörfern, in Lava, in Höhlen. Einfach geil gemacht. No joke, einfach geil. Es ist einfach geil. Okay, Jungs. Seid ihr ready? Ich warte, ich verkaufe noch was. Rein in die Olga! Hey, eine Kiste, gar eine Kiste bei mir, teleportiert euch! Okay. Das passt ja zu hart. Warte, was, wie heißt die? Seelenmesser, Dolch und eine Ninja. Sonst eine goldene Armbrust! Wer oder? Jetzt lacht. Nee! Goldene Sicheln! Geil! Eine silberne und eine goldene! Guck mal, Jungs, wie geil das aussieht. Legendär. Jetzt die Frage. Diamant, legendäre Sachen sollte man eigentlich nie verkaufen, oder? Diamantspitzhacke behalten, oder? Ja. Aber da sind halt meine Fähigkeitspunkte drin, oder? Ja. Ich habe gerade einen Bogen auf obwohl, 24 gedroppt bekommen. Ich verkaufe sie. Ich finde irgendwann bessere. Ja. Du wirst, wenn du eine bessere Waffe kannst, brauchst du doch später nicht mehr. Ich mach Schaden hoch, glaube ich. Ich mach Schaden hoch. Ich baller komplett alles auf Schaden. Dann kommt, ich hab Jungs. Bogen auf 24 erhalten. Nice. Ich hab so einen Lack mit goldenen Waffen, ne? Ich hab so einen Lack, ey. Goldene Waffe, goldene Rüstung und wieder goldene Waffe. Du hast mehr Lack als ich, was das betrifft. Ein goldener Bogen wird noch fehlen. Bei uns ist nichts mehr, Schrubbi. Ja. Wir sind Sackgasse. Ich häng mich hier gerade solo durch. Aber keine Kiste bei dir? Noch nicht bis jetzt. Aber da hier hinten aber rechts ist eine Sackgasse, aber die ist eine Sackgasse, deswegen. Und? Noch nichts, ich bin auch noch nicht am Ende. Oder bin ich am Ende? Doch, bist du. Aber hier ist keine Kiste. Dann port ich. Und Baby! Lol. Baby-Zombie auf Hühner, Junge. Jawohl. Die sind in Fortnite doch. Die sind in Fortnite, wahrscheinlich in Fortnite, oder? Die sind in Minecraft doch richtig, richtig selten, oder nicht? Weil ich weiß. So selten wie Alien Creeper, glaube ich, die mit Blitz aufgeladen wurden. Goldene Kiste. Ah, du warst normales. Schade, schade, schade. Aber einen schlechten Langbogen. Albtraum was? Albtraumriss? Ist es ein legendäres? Hört sich der an, ne? Albtraumriss. Ja. Hört schon krass an. Bestimmt noch was Nices. Klingt nach einem Bogen oder so. Schweinefleisch. Grüße gehen raus an Kunstler. Jugger, warte doch mal. Warum uns nicht davon? Hier oben, was? Sind noch ganz viel, hier oben sind auf jeden Fall noch ganz viele Gegner. Ja, ich komme. Und diese Kiste auf der Karte. Wo, hier oben? Ja, auf der Karte sehe ich eine Kiste bei dir. Ja, ja. Da wo die ganzen Gegner sind, meine ich. Ja. Hier ist ein bisschen voll, Jungs. Ja, ja, ich mach das schon. Erstmal die Kiste öffnen. Goldener Bogen! Gönn dir! Oh mein Gott! So, ey! Klingt, als ob er den Brand steckt. Junge, ich bin so ein Lucky Dude! Ne? Albtraumbiss hab ich bekommen. 92 Schaden! Jungs, ich höre hier unter mir eine Kiste.
Wachsende Geschosse wird im Flug größer und verursacht zusätzlichen Schaden bis weiteren Entfernungen. Geschosse versuchen verzauberten Gegnern mehr Schaden. Schau, ja, hier ist eine Kiste, eine goldene. Ich würde sagen, das macht am meisten Sinn. Hier ist eine goldene Kiste. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich hin? Ich pop mich zu Schubi. Der hat sich, glaube ich, umgebracht, aus Versehen. Ihr könnt doch, ja, ihr könnt von der Klippe springen, dann werdet ihr wieder hochgeportet. Boah, ist aber knapp mit den Gegnern. Das passt schon. Ich will mal wissen, wie viel Schaden ich mache, Jungs. Könnt ihr mal einen Gegner leben lassen? Ich hab Giftsicheln. Albtraumsicheln. Bro, einen Gegner leben lassen, bitte. Da, lass ihn, lass ihn. Ach, das ist nicht ein Ernst, oder? Yamato, lass doch einen Gegner, Mann. Alter, ist doch nicht euer Ernst, Jungs. Alter, kann man so, euch kann man sowas nicht machen. Hast du gesehen, wie ich hier raus... Ich sag einen Gegner, Junge. Lass ihn doch jetzt, bitte. Alter. 126 Schaden macht er nur. Okay, das ist nicht so gut. Ich glaube aber, je weiter du weg bist, desto mehr Damage macht das. Ja, steht da drin in der Beschreibung. Der Pfeil wird immer größer und so weiter fliegt. Okay, was ist das jetzt? Bossfight? Anscheinend. Oder? Ja, eine Falle. Ich bewahre mir das auf, ne? Wie große Gegnermengen. Jo. Mach das. Okay. Das war ein bisschen einfach. Ja, aber ich spüre richtig Schwierigkeit jetzt nicht an den anderen. Keiner ist noch gestorben. Ich hab Schalter gedrückt. Ah, Gegner. Oh, oh. Hier sind ganz viele Juwele. Verdammt. Finde ich gut. Ich renn doch gar nicht. Ja, ja, aber du rennst immer sehr, sehr weit vor. Da müssen wir so viel aufhören. Ach, ist auch sportlich. Bist du dir da sicher? Ich hab eine Rüstung bekommen. Digga, wie viel Loot findest du denn? Ja, ja, ich hab grad irgendwie am meisten, Junge. Oh, Magier! Aua! Oh mein Gott, hält der viel aus. Aua. Das ist ein Schweinchen. Schwein auf das Schwein. Scheiß auf den, Scheiß auf den Boss, Junge. Noch ein Schwert. Ich geh Full Ham, Junge. Ich geh zurück. TNT auf den Magier. Warte auf, drauf da, drauf da. Und tot. Ach hier. Schmeiß auf TNT. Ich hab zwei Sachen bekommen. Einfach tot. Aber die können schon schnell töten, wenn ich einmal nicht aufpasse, ist man tot, ne? Einmal nicht aufpassen reicht schon, wenn es tot. Ah, hier drüben ist auch noch weiter. Ich geh du links lang, okay? Ich habe das Gefühl, dass bei dir eine Kiste ist. Wir sind da noch an dem Weg vorbei. Ich bin da gerade. Wenn bei euch Kiste ist, Bescheid sagen, dann porten wir uns, ne? Nee, dieser Weg hat nichts gefunden. Smaragde, Smaragde. Ich höre eine Kiste. Also bei mir ist eine Kiste auf jeden Fall. Wo bist du? So, ich sag weiterhin. Jagger hört nur Kiste. Ich höre eine Kiste direkt da, Junge. Noch eine Rüstung. Ein Schwert, ein besseres. Ich habe die Kiste nicht mal gesehen, weil der Baum im Weg ist. Oh, die Rüstung ist besser als meine jetzige. Aber meines Diamant. Die Diamantsachen, aber natürlich, irgendwann sind sie halt schlechter, ne? Ist halt normal so, ne? Ich verkaufe es einfach. Weg damit. Ich bin mir aber sicher, du bekommst sie später irgendwie. Ja, ja, wieder. Aber eine bessere Variante oder sowas. Ich debuff die Gegner mit meinem Schwert einfach. Ja, die Rüstung hat aber scheiß Effekte. Ich baller alles in den Bogen rein. Die Rüstung-Effekte sind kacke diesmal.
Ich meine, das ist das Ende jetzt, wo wir sind. Hä? Schrubi, wo bist du gestorben? Ich wurde von Gegnern von hinten überrannt. Nein, wie sterben wir jetzt auch? Perfekt. Wo bist du? Denk, kannst du dich nicht selber reviven? Kannst du dich nicht porten? Kannst du dich nicht porten? Das geht! Yamato, port dich! Nee, port dich nicht, Yamato. Ich mach das schon. Oh oh. Ich werd gebumst von denen. Alter, du bist im Dungeon drin, du Penner. Was? Du bist ins Dungeon gegangen. Ich bin aber nicht direkt rein, irgendwie. Doch, bist du. Warum bist du im Dungeon? Wo bist du? Wieso bist du ins Dungeon gegangen? Komm rein da, Yamato. Wo bist du jetzt? Ja, aber hier. Oh, Schrubi. Ja, du. Wieso gehst du da rein? Ich hab doch gesagt, nicht reingehen. Hör doch einfach auf mich. Vielleicht war ich ein bisschen luftgierig. Jetzt raus hier. Digga, wenn ich sage, geh nicht rein, dann geh nicht rein. Ich hab doch gesagt, die sind zu schwer für uns. Das Dungeon ist doch hochgeschraubt. Also zwei Level über uns. Aber Loot. Ja, scheiß auf Loot, Junge. Ein Gegner bumst dich. Aber Loot. Nein, Mann. Willst du nicht mal die Gegner angreifen? Yamato? Renn's immer durch. Ich renn so durch wie Naruto, Alter. Guck jetzt. Hast du das? Ja, du hast alle explodieren lassen, Junge. Das ist jetzt das Ding. Oh mein Gott! Der explodiert ja alles. Das ist aber zu viel. Mama! Guck jetzt. Also nicht das. Aber boah, diese Dinge, Jungs, die hier, pass, ne? Doch einfach doch auf. Wir müssen die Magier hier hinten töten. Ich unterschätze das einfach. Nein, das Level ist zu easy. Sagt er gerade gestorben. Deswegen bist du gerade gestorben. Das ist zu easy, guck. Ich bin schon wieder fast tot. Nein. Guck, viel zu easy. Amulett jetzt und guck jetzt. TNT, pass auf. Ja, ich kann nicht weglaufen, ich bin jetzt wieder da. Da waren doch gerade noch Gegner. Wo sind die hin? Mit TNT. Ich hab getötet, Mann. Ich bin zu krass. Das ist viel zu wir easy. Sind an der Kiste vorbei. Die direkt auf der Karte. Ah, ne. Das war braun, ein Zeichen. Das ist viel zu easy hier, ne? Digga, Yamato, auf das zu sagen, das ist scheiße für die Aufnahmen. Halt aber die Fresse, du Bastard. Alles gut. Da soll man aber einen Boss beschwören. Ich will einen Bosskampf. Gab es nicht auf dem, auf dieser, auf den Vorschau drückt, ein Boss? Nee. Ich meine nicht. Der Fleck sieht mir noch einen Boss. Ah, da ist er doch. Ah, die Attacken. Ah, wir haben in der Ecke, Jungs. Alter. Junge, wir lasern den einfach. Das nennt man Damage-Phase. Wer denn so hätte. Der konnte gar nichts machen, Junge. Ja, was willst du machen, wenn man den einhängt? Weder Bossfight. Ja, aber ich fand das diesen Level voll lame, so ohne Bossfight. Das war gerade ein Bossfight. Der Boss war ein bisschen schlecht. Ich fand die am härtesten waren bis jetzt die Lava-Golems. Die waren heftig. Ja, ja. Die haben aber auch getankt wie sonst. Ja, ja. Windhorn. Zu wild. Ah! Ich. Wir haben jetzt den Shop freigeschaltet. Den Artefakt-Shop. Leichte Feder. Das ist nice, Mann. Der Artefakt-Shop ist freigeschaltet. Perfekt, erstmal ein Artefakt gammeln. Ich komme. Flammenköcher. Okay, Müll. Dann würde ich sagen, als nächstes gibt es dann den Wüstentempel. Das sehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal, Leute. Dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein.
Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Ja, Schrubbi ist wieder frech wie sonst was.